Im katholischen Kindergarten St. Stephanus im Ortsteil Tannhausen wird fleißig gebastelt und geklebt. Um 18 Uhr wird hier das nächste Fenster des lebendigen Adventskalenders geöffnet. Und das wird komplett von den Kindern gestaltet. Der lebendige Adventskalender ist eine Aktion der katholischen Kirche Freistadt, bei der sich die Gemeinde jeden Tag an einem anderen Ort trifft, um gemeinsam zu feiern und zu beten. Im Advent ist ja oft sehr, sehr viel, was eigentlich auch gar nicht mehr wirklich was mit Weihnachten zu tun hat oder Advent. Und hier hat man tatsächlich Adventsgeschichten, man hat biblische Geschichten, heiligen Legenden. Die Leute kommen zusammen, es ist einfach eine kleine, schöne, gemütliche Zusammenkunft. Ich sage jetzt mal, es ist auch theologisch nicht da oben angesetzt, sondern es ist halt was, wo eigentlich jeder irgendwie einsteigen kann. Die Kinder von St. Stephanus entschieden sich für ein buntes Programm mit Musik, Gesang und einer Umsetzung des Bilderbuches Eine Wintergeschichte von Max Bollinger. Dieses Buch handelt von einem alten Mann mit einem kalten Herzen, welches durch die Begegnung mit dem Christuskind so erwärmt wird, dass es sich zum freundlichen Menschen wandelt und einen armen Hirtenjungen bei sich aufnimmt. Weil das Jesuskind erst am Heiligabend geboren wird, legen die Kinder passend zur Geschichte ein Herz in die Krippe des Adventsfensters. Wir freuen uns, wenn heute Abend um 18 Uhr viele Gäste kommen, dass sie vielleicht mal eine Stunde der Hektik der Vorweihnachtszeit entfliehen, innehalten, ja, und sich von unserer Thematik des Fensters, von unseren Liedern, Gebeten, von der tollen Geschichte und vor allem den Klängen der Blaskapelle Tannhausen verzaubern lassen. Gemäß der Tradition des lebendigen Adventskalenders folgt auf das Begrüßungslied ein Gebet und dann wird das Friedenslicht weitergegeben. Schließlich kommt der große Moment. Nach und nach werden Teile des Fensters enthüllt. Die über 100 Besucher hören dazu die Wintergeschichte. Besonders berührt hat mich, dass so viele Kinder heute mit dabei waren bei dieser Aktion. So etwas muss man sich erst mal einfallen lassen, das Fenster so kreativ zu gestalten. Also allen Respekt vom Kindergartenteam. Und ob groß oder klein, der lebendige Adventskalender in Freistadt bringt die Menschen in der Vorweihnachtszeit näher zusammen und lässt sie für einen Moment zur Ruhe kommen.